Wunderbar, herzlich willkommen, liebes Publikum, zu dieser kleinen Interviewrunde mit Herrn Steffen Krach. Wir haben uns hier eingefunden, um das Thema Inklusion zu beleuchten, vor dem Hintergrund von zwei Dingen. Zum einen der UN-Behindertenrechtskonvention, die die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung rechtlich verankert hat. Und zum anderen vor dem Hintergrund der kommenden Wahl im September am 12.09., wo die Regionsversammlung von Hannover gewählt wird. Deswegen wollen wir heute die Parteien und ihre Perspektiven auf dieses Thema einmal unter die Lupe nehmen. Zuallererst einmal vielleicht ein paar Einstiegsfragen, um ein Bild von Ihnen zu bekommen, zu Ihrer Person. Deswegen die Frage, warum die SPD? Warum engagieren Sie sich in der SPD? Ich bin seit vielen Jahren Mitglied der SPD, seit 1998. Ich war aber davor schon total Politik interessiert und ich habe mich natürlich informiert, auch damals bin ich noch zur Schule gegangen, habe mich informiert über die verschiedenen Parteien und mich hat das Thema soziale Gerechtigkeit, und das ist ja sozusagen eines der Kernanliegen auch der SPD, das hat mich schon immer bewegt und auch die Frage, wie kriegen wir es hin durch eine gute Bildungspolitik, tatsächlich möglichst viele Kinder, vielleicht auch die Kinder, die nicht die besten Voraussetzungen haben, dadurch, dass die Eltern sie vielleicht nicht ausreichend fördern können, dass wir die trotzdem in einem Bildungssystem fördern können. Und das sind Themen einfach, die die SPD immer geprägt hat, Aufstieg durch Bildung. Die SPD hat das BAföG, also die Ausbildungsförderung auch für Schülerinnen und Schüler, für Studierende eingeführt. Und das sind alles Themen gewesen, die mich interessiert haben und die mich geprägt haben. Und deswegen habe ich mich dann für die SPD entschieden. Alles klar. In ein, zwei Sätzen, was bedeutet für Sie Inklusion? Inklusion bedeutet für mich das Gegenteil von Isolation, dass wir gemeinsam es schaffen, die Menschen mitzunehmen und ihnen alles zu ermöglichen oder möglichst alles genauso zu ermöglichen, wie wir es auch bei anderen Menschen machen. Haben Sie persönlich Berührungspunkte, Schnittstellen mit dem Thema Inklusion? Ich habe Zivildienst gemacht, direkt nach dem Abitur 1999. Und ich habe einige Monate, nicht die ganze Zeit während des Zivildienstes, ich habe Essen auf Rädern gemacht, einige andere Sachen. Ich habe aber auch individuelle Schwerstbehindertenbetreuung mal für, es waren so 6 bis 8 Wochen, habe ich einen kleinen Jungen begleitet in die Schulklasse. Und das hat mich sehr geprägt. Wunderbar. Sie haben eigentlich schon eins der Themen angeschnitten, die wir uns rausgesucht haben für die heutige Runde, nämlich Schule und Bildung. Nun ist es ja gerade vor dem Hintergrund der Pandemie so gekommen, dass während des digitalisierten Lernens sich viele Schüler und Schülerinnen mit Behinderung abgehängt gefühlt haben. Sehen Sie da in Ihrer Hinsicht Handlungsbedarf? Ja, natürlich. Also wenn ich mich jetzt hier hinsetzen würde und sagen würde, alles ist wunderbar, ich glaube, das wäre völlig falsch. Ich glaube, oder ich bin davon überzeugt, dass es einige positive Entwicklungen gegeben hat, in den letzten 10, 15 Jahren auch im Bildungssystem, dass wir überhaupt mal richtig intensiv über Inklusion gesprochen haben. Was bedeutet das? Wie können wir ein inklusives Bildungssystem ermöglichen? Wie können wir es tatsächlich schaffen, dass wir in den Kitas schon angefangen, Inklusionskitas haben, dass wir in der Schule darauf aufbauen. Und ich bin ja in meinem bisherigen Job auch zuständig für die Hochschulen und für die Universitäten. Und auch da ist das eine Riesenherausforderung. Es sind nicht alle Hörsäle behindertengerecht. Und deswegen, es gibt da immer noch sehr, sehr viel zu tun. Es ist einiges passiert, auch was die Ausstattungsfragen angeht, was die Finanzierung auch von zusätzlichen Lehrkräften, Sozialarbeitern, Unterstützung einfach angeht. Aber wir sind bei Weitem noch nicht so, dass wir sagen können, wir haben hier ein absolut inklusives Bildungssystem in Deutschland. Apropos Lehrkräften, die sich mit diesem Thema befassen. Wie bewerten Sie die Einsparungen an der Leibniz-Universität Hannover der W3-Professur für inklusive Schulentwicklung? Geht gar nicht aus meiner Sicht. Also gerade wenn wir sagen, dass wir ein inklusives Bildungssystem haben wollen, dann halte ich das tatsächlich für einen Riesenfehler. Und es gibt andere Bundesländer, die gehen auch einen anderen Weg, die nämlich genau diese Professuren eher ausbauen, weil natürlich da auch es Nachholbedarf gibt. Und wir sagen, okay, wir wollen ein inklusives Bildungssystem und dann muss ich das eben auch in der Lehrkräftebildung widerspiegeln. Und dann ist es ein völlig falsches Signal, diese Professur einzusparen.
Ich hoffe aber, dass da noch nicht das letzte Wort gesprochen ist und dass man darüber tatsächlich nochmal nachdenkt. Aus meiner Sicht Riesenfehler. Ja, ich denke, wir springen ein bisschen durch die Themen und kommen jetzt zu einem sehr großen Thema, zum Thema Wohnen. Nun sind ja die Herausforderungen hinsichtlich dem Wohnungsbau, des Wohnungsbaus bei Zugängen zu Wohnungen oder auch innerhalb der Wohnungen, Stichwort Badezimmer, präsent im Wohnungsbau. Wie würden Sie da Handlungsbedarf identifizieren oder sogar konkrete Maßnahmen formulieren wollen? Auch da bin ich der Meinung, dass sich viel entwickelt hat, dass natürlich jetzt viel inklusiver gebaut wird als noch vor 20, 30 Jahren, wo, das kann man ja jetzt auch noch sehen, wenn man die Bauten sich anschaut, die sind eben nicht barrierefrei. Mittlerweile wird das schon eher umgesetzt. Es gibt Fahrstühle und so weiter in vielen Gebäuden, aber eben nicht in allen. Und da glaube ich, dass man genau dann auch die Expertise von den Betroffenen braucht, dass man sich auch mit ihnen zusammensetzt und sagt, okay, wie sieht denn ein wirklich inklusives Wohnen aus? Was macht es aus? Wie können wir es organisieren, dass wir Wohneinheiten bauen, Wohnungen bauen, Häuser bauen, die tatsächlich so ausgestattet sind und so ausgestaltet sind, dass man sich da richtig wohlfühlt und dass man dann eben auch barrierefrei, ohne, wenn es geht, zusätzliche Hilfe, dann auch in die eigene Wohnung kommt oder aus der eigenen Wohnung kommt. Ich glaube, dass es ganz zentral ist, dass das Wohnen, das prägt ein Jahr. Da ist man einen Großteil seiner Lebenszeit in der eigenen Wohnung, da will man sich wohlfühlen. Mhm. Und deswegen ist das ein ganz zentrales Thema, dass wir da eben auch ausreichend Wohnungen hier in der Region Hannover zur Verfügung stellen. Wie gesagt, ich glaube, dass auch da in einigen Baumaßnahmen einiges passiert ist. Aber auch da gibt es mit Sicherheit noch Potenzial nach oben. Ja, Sie haben gerade angesprochen, wie Sie auf betroffenen Perspektiven zugehen möchten. Das würde ich ganz gerne kurz zurückstellen, auch wenn das sehr spannend sein kann. Nochmal eine Nachfrage zum Thema Wohnen. Es gibt ja von der Bauverordnung einen gewissen Prozentsatz an Neubauten, die barrierefrei gebaut werden sollten. Nun haben wir bei unserer Recherche nicht herausfinden können, wie viele Wohnungen exakt in der Region Hannover denn barrierefrei gebaut sind. Wie bewerten Sie diese Leerstelle an Informationen? Ich bin ein großer Fan von wirklich absoluter Transparenz und dass man eben genau auch faktenbasiert dann arbeiten kann. So, wenn man gar keine ernsthafte Analyse hat, wie viele Häuser, wie viele Wohnungen sind barrierefrei, es ist natürlich auch schwierig, das weiterzuentwickeln. Wenn wir gar nicht wissen, wie viele wir noch brauchen, wie viele Wohnungen, wie viele Häuser, die dann eben tatsächlich barrierefrei sind und wir auch gucken müssen, wie sich das in den nächsten Jahren, in den nächsten Jahrzehnten entwickelt, dann ist es natürlich ganz schwer, daraufhin dann die Politik auszurichten. Deswegen am Anfang muss immer eine Analyse stehen und muss immer klar sein, okay, das ist die Ausgangslage und die, bin ich der Meinung, sollte man auch sehr transparent machen, ist ehrlich gesagt auch machbar. Also natürlich kann man sich anschauen hier in der Landeshauptstadt oder insgesamt in der Region Hannover, wie viele barrierefreie Wohnungen wir haben. Kann man auch erstmal mit den kommunalen Wohnungsunternehmen sprechen, wie hoch der Anteil bei denen ist. Und dann kann man es eben auch auf die anderen Bereiche weiterführen. Die Informationen aus meiner Sicht braucht man auf jeden Fall. Das heißt, zur Datenerhebung würden Sie auch die privaten Akteurinnen fragen nach konkreten Zahlen? Ja, also natürlich ist es auch sinnvoll, erstmal mit denen man sowieso im ständigen Austausch ist, also mit den kommunalen Wohnungsunternehmen, mit denen man ja da zusammenarbeitet und mit denen man ja auch darüber sprechen kann, brauchen wir zusätzliche Wohnungen barrierefrei, wie viele brauchen wir, dass man da erstmal sagt, okay, jetzt machen wir erstmal eine Sachstandsanalyse, wie viele haben wir denn und wie viele sind eigentlich notwendig hier in der Region Hannover. Ja, alles klar. Sie haben es vorher bereits angesprochen, wie Sie auf die betroffenen Perspektive zugehen wollen, beziehungsweise dass Sie das wollen. Genau meine Nachfrage war, wie genau stellen Sie sich das denn vor? Wir haben im Wahlprogramm der SPD zum Beispiel aufgenommen, dass wir einen Behindertenbeirat einführen wollen, dass wir tatsächlich da auch einen intensiven Austausch haben, dass wir, und das ist ganz zentral, glaube ich, dass man da einfach die Erkenntnisse und die Erfahrung, die da sind, dass man die eben auch nutzt. Das ist, glaube ich, insgesamt in der Politik. Das will ich jetzt nur gar nicht nur auf diesen
einen Bereich begrenzen, sondern mein Politikstil ist davon geprägt, dass ich schon mir sehr gerne auch anhöre, wie sind die Bedürfnisse der Einzelnen. So, und dann muss man es eben in der Politik umsetzen. Aber auch da, es macht immer Sinn, im Gespräch zu sein und es macht immer Sinn, sich auch die Expertise, die es ja nun einfach mal gibt, dass man die sich auch anhört und dann mit in die Entscheidungsfindung aufnimmt. Gibt es diesen Beirat schon? Das hatte ich jetzt nicht mitgenommen. Aus meiner Sicht gibt es ihn so, wie wir ihn jetzt planen, dass man wirklich da im Austausch ist und dass man im regelmäßigen Austausch ist, gibt es den so nicht. Es wird natürlich Gespräche gegeben haben. Es gibt auch Behindertenbeauftragte natürlich. Aber dass man da tatsächlich eine Struktur schafft, wo man einen regelmäßigen Austausch hat, das ist etwas, was mir wichtig ist und was wir dann auch einfach intensiv fortführen bzw. einführen wollen. Ich möchte gerne darauf zu sprechen kommen, wie die Inklusion in Ihrer Partei intern aussieht, wie Sie da für politische Ämter oder der Partizipation parteiintern die Bedingungen herstellen, auf solche Menschen zuzugehen. Also auch da aus meiner Sicht noch deutlich Ausbaupotenzial, weil wir ganz viele Sitzungen einfach haben, Präsenzsitzungen. Ob sich das jetzt ein bisschen auch ändern wird, Corona-bedingt, dass man vielleicht auch ein bisschen digitalere Angebote macht, das wird man sehen. Wir haben da in den letzten Jahren, so wie fast in allen Bereichen, die wir jetzt auch schon besprochen haben, auch da einige Initiativen gehabt und haben da sicherlich auch etwas in die richtige Richtung bewegt. Aber wenn man sich die Anzahl anguckt, dann ist es immer noch so, dass es natürlich unterausgeprägt ist und dass die Teilhabe sozusagen am politischen Geschehen oder an der politischen Aktivität immer noch nicht so ist, wie wir uns das auch wünschen. Und das liegt mit Sicherheit daran, dass die Angebote noch nicht ausreichend da sind und dass es noch nicht ausreichend auch mitgedacht wird, auch in den Parteien. Das wird aber kein Phänomen jetzt nur der Sozialdemokratie sein, sondern es wird, so wie ich das einschätze, in nahezu allen Parteien der Fall sein. Da muss ich, glaube ich, die Parteienlandschaft auch noch ein bisschen weiterentwickeln. Alles klar. Abschließend, möchten Sie dem Interview noch irgendetwas mitgeben, was Ihnen zu dem Thema auf den Herzen liegt? Ich finde es richtig gut, dass alle Parteien genau zu diesem Thema befragt werden und dass es dadurch natürlich auch ein Stück weit in den Fokus gerückt wird. Weil zum Beispiel jetzt in der gesamten Corona-Pandemie das etwas zu wenig berücksichtigt worden ist, was das eigentlich für Auswirkungen auf die Inklusion hat. Es sind ja nun viele Menschen auch, haben schwierige Bedingungen gehabt durch die Corona-Pandemie, auch Schülerinnen, Schüler und so weiter. Aber ich glaube, dass das hier nochmal besonders ausgeprägt ist. Und deswegen finde ich es richtig, dass wir hier so ausführlich auch darüber sprechen, wie man das unterstützen kann. Und dass es einfach noch stärker auch in die Öffentlichkeit kommt, in die Diskussion, auch in die politische Diskussion. Und wir hoffentlich, wenn wir in 5 Jahren zum Ende dieser jetzt dann beginnenden Legislaturperiode einfach sagen können, okay, wir sind auch in bestimmten Bereichen einfach deutlich weitergekommen. Zum Beispiel würde ich mich freuen, wenn wir in 5 Jahren nicht mehr ins Wahlprogramm reinschreiben müssen, dass wir alle Straßenbahnstationen, U-Bahn-Stationen und so weiter, dass wir die barrierefrei gestalten müssen. Aus dem Grund, weil wir es dann einfach umgesetzt haben. Wir sind immer noch nicht bei 100% barrierefreien Stationen. Ich würde mir wünschen, dass wir im Jahr 2026 spätestens, wenn diese Legislaturperiode beendet ist, dass wir das dann komplett umgesetzt haben zu 100% und dass man es einfach nicht mehr zum Wahlprogrammthema machen muss, weil es eben dadurch durch das Handeln auch dann der Politik erledigt ist. Alles klar. Ja, dann sind wir gespannt, wie sich die Dinge entwickeln. Und soweit schon mal. Vielen Dank für das Interview. Ganz herzlichen Dank.